Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super leckeren und einfachen Marmorkuchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Der Marmorkuchen ist super einfach gemacht. Ich benutze so kleine Mokka-Tassen oder Espresso-Tassen als Maß. Also man muss nichts abwägen oder so. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. Als erstes nehme ich die drei Eier. Drei Tassen Zucker. Und das wird jetzt erstmal schaumig geschlagen. Dann kommt mit derselben Tasse 1,5 Tasse Öl, neutrales Öl dazu. Ich benutze Sonnenblumenöl. Und 1,5 Tasse Joghurt. Das wird auch nochmal kurz verrührt. Dann kommt dazu das Mehl. Und zwar 6 Tassen. Dann noch ein Vanillezucker und ein Backpulver. So, 2/3 von diesem Teig tue ich jetzt in eine Backform. Ich benutze so eine Silikonbackform und die habe ich schon eingefettet und mit Mehl bestreut. Das kommt kurz beiseite. Jetzt kommt der nächste Schritt. Eine halbe Tasse Kakao. Und eine halbe Tasse Milch. Das war's auch schon. Jetzt kann der Kakaoteig auf den hellen Teig rauf. Mit Hilfe einer Gabel versuche ich es jetzt so ein bisschen zu marmorieren. Ist jetzt fertig und kann in den Backofen. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 160 Grad Umluft. Wenn ihr es nur mit Ober- und Unterhitze machen wollt, dann bitte auf 175 Grad stellen. Und da kommt er jetzt rein für circa 35-40 Minuten. Aber im Anschluss werde ich euch dann noch sagen, wie lange genau der Kuchen im Backofen war. Der Marmorkuchen ist jetzt aus dem Backofen raus. Er war genau 43 Minuten drin bei mir. Ihr müsst mal gucken, jeder Backofen ist ja ein bisschen anders. Ich würde ab 35 Minuten würde ich immer mal wieder die Stäbchenprobe machen und mal kontrollieren, ob der Kuchen fertig ist. So, ich habe den jetzt 10 Minuten auskühlen lassen und jetzt werde ich ihn stürzen. So, der sieht schon mal soweit ganz gut aus. Ich lasse den jetzt noch komplett auskühlen und nachher werde ich ihn noch mit Puderzucker dekorieren und dann können wir ihn noch anschneiden. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.